Bunte Lichterketten, goldene Sterne und Co. Melanie Müller scheint im Weihnachtsfieber zu sein und hat auch schon entsprechend geschmückt. Ihre Follower können sich damit aber absolut nicht anfreunden. Denn die christliche Tradition sieht eigentlich vor, dass erst ab dem toten Sonntag weihnachtlich dekoriert werden darf. Weil es im November viele Gedenktage für die Verstorbenen gibt, gilt er als Trauermonat. So sollen auch in diesem Jahr erst ab dem 20. November die Wohnungen in festlichem Glanz erstrahlen dürfen. Jedoch nicht bei Melanie. Bei der 34-Jährigen kehrt einfach keine Ruhe ein. Erst im September hat der Reality-Star für Entsetzen gesorgt, weil sie bei einem Konzert den Hitlergruß gezeigt haben soll. Und nun wartet schon der nächste Shitstorm auf sie. Ein Follower schreibt, sinnlose Aktion, jetzt schon. Und ein anderer ergänzt, süße Idee, aber ein bisschen früh. Viele gehen aber auch explizit auf die christliche Tradition ein und schreiben, so etwas in der Trauerzeit vor Totensonntag zu zelebrieren, ist einfach pietätlos. Doch Melanie Müller scheint sich davon nicht aus der Ruhe bringen zu lassen und versorgt stattdessen ihre Fans auch weiterhin mit weihnachtlichen Inhalten.